Wir haben seit Ende November ein neues Tier bei uns im Zoo Heidelberg, einen Kronsieferkerl, da sind wir ganz stolz drauf. Er ist aus dem Zoo Mühlhausen zu uns gekommen. Wir sind im Moment der einzige Zoo in ganz Deutschland, der einen Kronsieferkerl hält. Ist eine ganz außergewöhnliche Tierart, kommt ausschließlich auf Madagaskar vor, gehört zu den Lemuren, hat aber ganz lange Hinterbeine und bewegt sich dadurch sehr außergewöhnlich fort. Er springt also senkrecht von Ast zu Ast und hat mit durch die langen Beine und die kurzen Arme auch ein recht menschenähnliches Aussehen. Sieferkas fressen hauptsächlich Blätter, deswegen sind sie auch nicht so ganz einfach in der Haltung. Auch wir mussten den ganzen Sommer über Blätter sammeln und einfrieren, damit er jetzt im Winter eben auch tatsächlich frisches Laub zur Verfügung hat. Das brauchen die Sieferkas, damit die Verdauung funktioniert. Und außerdem sind sie auch sehr sensibel und recht anspruchsvoll insgesamt in der Haltung. Es gibt in ganz Europa nur 20 Kronsieferkas in 7 verschiedenen Zoos. Wir sind jetzt der 8. Zoo, der Kronsieferkas hält. Es gibt auch ein Artenschutzprojekt für den Kronsieferkas auf Madagaskar. Das Projekt unterstützen wir auch. Es ist ein ganz besonderes Projekt, denn das Projekt beinhaltet nicht nur den Schutz der Tiere im Freiland, sondern es bezieht auch die Tiere in den Zoos mit ein. Und die Tiere im Freiland und in den Zoos werden quasi als eine gemeinsame Population gemanagt, weil auch im Freiland die Tiere in einigen Gegenden keine Möglichkeit mehr haben zu überleben, wenn nicht Tiere von außen dazugesetzt werden, um halt frisches Blut auch in die Gruppen zu bekommen. Weil die einzelnen Verbreitungsgebiete sind so stark voneinander isoliert, dass die Tiere innerhalb dieser kleinen Restgebiete dann irgendwann mit der Inzucht ein Problem bekommen würden.